Bei einer Klausurtagung ziehen sich die Teilnehmer an einen ruhigen Ort zurück, um ganz offen über die Themen zu sprechen, die ihnen unter den Nägeln brennen. Einmal im Jahr tut das auch die CDU-Fraktion im Leipziger Stadtrat. Am letzten Novemberwochenende 2018 war es wieder soweit. Dort beschäftigen wir uns mit mehreren Themen vertieft. Das startet meistens freitagabends. Dazu laden wir möglichst Gäste ein, die uns also noch ein bisschen Input geben. Gestern hatten wir den Chef der Staatskanzlei, Staatsminister Schenk, da. Beim Gespräch mit dem Staatsminister ging es um die engere Zusammenarbeit der Leipziger mit der sächsischen Regierung. Aber die Stadträte sprachen mit dem Gast aus Dresden auch über Themen der Stadt Leipzig, die den gesamten Freistaat betreffen. Ja, für uns ist ja ganz wichtig zu wissen, was auf der kommunalen Ebene passiert. Gerade in einer beeindruckenden Stadt wie Leipzig passieren immer viele dynamische Entwicklungen. Entwicklungen sind im Gange, die auch das Land insgesamt prägen. Wenn man bedenkt, wie Leipzig in den letzten Jahren gewachsen ist, was die Infrastrukturen Herausforderungen sind, was die Finanzherausforderungen sind. Ich glaube, da ist wichtig, sich miteinander auszutauschen und deshalb bin ich heute Abend gerne gekommen. Das liebe Geld stand im Mittelpunkt des nächsten Tages. Die CDU-Stadträte diskutierten mit Finanzbürgermeister Thorsten Bonef über den Leipziger Haushalt. Drei Tage in Klausur. Drei Tage Ideen, Gespräche und Diskussionen, deren Ergebnisse die CDU-Fraktion des Leipziger Stadtrates im nächsten Jahr voranbringen wird.